Wenn Opa nur anrufen würde und sagte, wann er kommt. Nein, wirklich. Ich kombiniere Opa Kneift. Der hat sicher seine Hausaufgaben nicht gemacht. Wichtige europäische Angelegenheiten. Die haben wir hier auch, gell, Emil? Erst Italienisch, dann Spanisch. Und was ist heute dran, Emil? Moment mal, Tante Bernie. Hallo? Pronto, pronto, Italien, sì, signor, Ihr Emilio Dreistein, ja, prego, Sie spielen offenes Spiel mit uns, mit offenen Karten, claro, italienische Eröffnung, Dings da, Piano Dings da, sì, signor, wo steht das Klavier? Ach so, überall gleiche Entwicklung, bene, ciao, ciao, Italia! Wer war denn das? Später, Tante Bernie, hallo, DKB? Ah, buenas noches, amigo. Sí, sí, das ist die spanische Partie. Olé! Ein offenes Spiel. Immer dafür zu haben, Señor. Gracias, sí, sí. Wie sieht's im Zentrum aus? Ah, bereits weniger Spannung in der Arena. Aha, kombiniere. Sie spielen die Abtauschvariante. Español. Material- und Stellungsausgleich gelungen. Sie setzen ihre Pesetas auf schwarz, wie El Toro. Olé! Muy bien! Auf bald! Adios, Madrid! Oh, hallo? Hallöchen, Mademoiselle. Oui, oui, Paris. Wie? Ich verstehe nicht. Nix compris. Ah, Sie können nicht so offen sprechen. So, so, Sie wollen lieber mit Madame sprechen. Eine Feministin. Tante, ein Gespräch für dich. Für mich? Ach, ja. Oui, oui, ihr ist, Isi Bernadine Dreistein. Hallo, hallo? Also, Emil, du Filou, da ist ja Opa dran. Bonjour, liebe Schachfreunde. Ihr habt es schon mitbekommen, heute parliert man bei uns Französisch. Nach Italienisch und Spanisch, also die dritte Fremdsprache oder besser gesagt, die dritte Eröffnung. Und wiederum ist der Name nicht zufällig. Frankreich löste nämlich zu Anfang des 19. Jahrhunderts Italien und Spanien in der Vormachtstellung im Schach in der Welt ab. Der Tempel der Schachkunst stand damals in Paris, das Café de la Régence. Hier hatte Napoleon seinen eigenen Schachtisch, an dem er mehr schlecht als recht spielte. Hier sehen wir ihn als Schachfigur. Und hier auf der Insel St. Helena in der Verbannung, und da fällt gerade der König zu Boden und Napoleon ruft traurig erschreckt aus: Mein armer König Louis, da fällt er. Hier in diesem Café de la Régence soll eine junge, verkleidete Dame um das Leben ihres Verlobten gegen Robespierre gespielt haben, den wir auf dem Bild bei seiner eigenen Hinrichtung sehen. Und hier saß oft der nach eigenem Bekunden schachbesessene Philosoph und Aufklärer Jean-Jacques Rousseau. Hier allerdings sehen wir gerade auf dem Bild auf einem Schweizer Felsen sitzend. Und hier verlor auch der große Spötter Voltaire, den wir beim Lustwandel mit Friedrich dem Großen jetzt sehen, so manche Partie, um verzweifelt auszurufen: Ich habe auf nichts so viel Fleiß verwendet als auf das Schachspiel. Ich liebe es, ich rege mich dabei auf und doch gewinnt Peer Adam immer. Auf dem Schachbrett zählt man Französisch zu den halboffenen Spielen, also nicht mehr ganz so offen wie Italienisch und Spanisch. Wer diese französische Verteidigung wählt, der muss langfristig strategisch planen können. Das liegt zum Beispiel dem deutschen Großmeister Hans-Joachim Hecht, der sich im Französischen wie ein Fisch im Wasser fühlt. Oder, was seine armen Gegner anbetrifft, wie ein Hecht im Karpfenteich. Wieder öffnet Weiß mit E2, E4. Schwarz begnügt sich indes mit einem Einfachschritt seines Königsbauern. E7, E6. Auch so öffnen sich die Diagonalen für Läufer und Dame. Aber alles ist etwas verhaltener, nicht mehr so offen. Weiß, klassischen Prinzipien folgend, besetzt das Zentrum mit D2, D4.
Natürlich will Schwarz sich nicht erdrücken lassen und setzt den Doppelschritt seines D-Bauern entgegen, D7, D5, womit dieser den weißen Bauern E4 befragt. Und derselbe muss sich entscheiden. Soll er sich gegen den Bauern D5 abtauschen oder durch Springer C3 decken lassen oder frohgemut weitermarschieren nach E5? Ja, er hat sich gerade für Letzteres entschieden, also ziehe ich E4, E5. Aber Schwarz ist auch nicht müßig und nagt erstmals mit C7, C5 am Bauern D4. Damit wird der thematische Kampf um diese sogenannte Basis D4 aufgenommen. Schwarz möchte sie unterhöhlen und so den Bauern E5 zum einsamen und somit schwachen Vorreiter machen. Weiß wird seinen Vorposten mit Zähnen und Klauen zu bewahren versuchen. Diesem Zweck dient auch sein nächster Zug, C2, C3. Jetzt deckt und stützt dies Bäuerlein den Dreh- und Angelpunkt D4. Doch der Tanz ums goldene Kalb geht weiter. Nach all den Bauernzügen greift das erste Ross ins Spielgeschehen ein. Springer B8, C6 und verstärkt den Druck gegen D4. Und deshalb kommt der weiße Springer zu Hilfe, Springer G1, F3 und verteidigt nochmals D4. Aber auch Schwarz hat noch etwas in petto und wenn sich seine Königin selbst in Bewegung setzen muss, Dame D8, B6. Dem übergeordneten Kampf um das Basisfeld D4 zuliebe, lässt sie die allgemeine Eröffnungsregel außer Acht, erst Läufer und Springer zu entwickeln und erst später ins Kampfgeschehen einzugreifen. Ihr seht schon, Ausnahmen von der Regel gibt es nicht nur in der französischen Grammatik. Nur Schachausnahmen machen mehr Spaß. Aber betrachten wir nochmals die entstandene Stellung. Warum eigentlich dieser erbitterte Kampf um das Feld D4? Nun, D4 ist ein Zentralfeld, in unserem Fall also eine vorgeschobene Basis. Der Kampf entbrennt auch um das räumliche Übergewicht. Weiß würde den Schwarzen am liebsten erdrücken. Schwarz hingegen will die Stabilisierung der vorgeschobenen weißen Bauernphalanx verhindern, die Basis D4 anknappern und richtet deshalb alle verfügbaren Geschosse darauf. Bei dieser Öffnung ist umsichtige Strategie Trumpf. Tante Bernie, ist das nicht super? Erst Italienisch, dann Spanisch und jetzt Französisch. Das ist ja die reinste europäische Rundreise. Ach, da komme ich ja vom Regen in die Traufe. Ihr tut ja so, als gäbe es bei euch auch europäische Angelegenheiten. Aber ich sage euch, bei allem haben die Bauern ein wichtiges Wort mitzureden, sozusagen. Gegen die Bauern geht gar nichts. So. Opa, da bist du bei uns ganz richtig. Guck mal, hier geht es ja auch um die Wichtigkeit der Bauern. Das ist ja toll, sozusagen. Da ist ja mächtig Rabatz. Mein lieber Schieber, Schwarz ist schwer am Drücker. Da hat dein Bauer aber einen schweren Stand. Das kenne ich sozusagen. Na ja, Opa, Kleinigkeit. Weiß verteidigt seinen Bauern ja aber auch gleich dreimal. Das ist nicht von schlechten Eltern. Ein richtiger Bauer lässt sich davon doch nicht die Preise kaputt machen. Der hält seine Stellung und holt sich erstmal Verstärkung. Genau wie du, Opa. Während der Bauer Verstärkung holt, können wir unsere europäische Rundreise fortsetzen. Es geht nach Sizilien. Sizilianisch ist heute die beliebteste Eröffnung überhaupt. Allein über sie gibt es mindestens 100 Bücher und im Schach insgesamt viele, viele tausend. Nur einige wenige der meinigen habe ich euch mitgebracht. Und dennoch meinte der englische Großmeister Raymond Keene bei einem Besuch, Helmut, was hast du doch für eine armselige Bibliothek. Nun, ihr braucht jetzt keine Angst zu bekommen. Auch Homer schlief zuweilen und dachte nicht ewig nach. Und auch Raymond Keene fing mit einem einzigen Schachbuch an. Viel wichtiger ist die Freude am Spiel
und dass ihr mir just in diesem Augenblicke zur sizilianischen Eröffnung ans Brett folgt. Weiß greift treu und brav wieder zum Königsbauern, E2, E4, während Schwarz diesmal auf ganz anderen Pfaden wandelt. Er eröffnet mit C7, C5. Damit nimmt der Einfluss auf das Zentrum gewissermaßen von der Seite, ohne selbst einen Mittelbauern zu bewegen. Weiß setzt mit Springer G1, F3 fort und Schwarz antwortet mit E7, E6. Womit er zum Beispiel den Zentrumsvorstoß D7, D5 plant. Selbstverständlich wähle ich hier, wie auch sonst, aus dem reichen Strauß der Möglichkeiten einen bestimmten Zug aus. Es ist schier unglaublich, aber wahr, im Schachspiel gibt es mehr Möglichkeiten als Atome im Weltall. In meiner Qual der Wahl beim nächsten Zug wähle ich D2, D4. Das scheint plausibel. Damit greift Weiß den Federhandschuh auf und droht gelegentlich mit diesem Bauern weiter vorzustoßen. Diese unlöbliche Absicht verbittet sich Schwarz ein für allemal, indem er diesen Stein des Anstoßes aus dem Wege räumt. C5 schlägt D4, worauf sich Weiß mit Springer F3, D4 revanchiert. Eine geläufige Fortsetzung ist nun Springer G8, F6, um den Bauern E4 unter Beschuss zu nehmen. Weiß kann diesen decken, indem er seinen zweiten Gaul nach C3 entwickelt. Springer B1, C3 und dieser deckt jetzt den Bauern E4. Und da kommt schon das letzte Pferd aus dem Stall, Springer B8, C6. Die ganze Kavallerie steht sich kampfesfreudig gegenüber. Jetzt könnte Weiß einen braven und keinesfalls schlechten Entwicklungszug mit einem der beiden Läufer machen. Zum Beispiel Läufer F1, E2. Doch ihn reitet, wenn schon nicht der Teufel, so doch die Angriffslust und er entschließt sich zu Springer D4, B5. Das ist ein wahrer Springensfeld. Von 6 Zügen bislang gehen allein 3 auf sein Konto. Und jetzt droht er gar auf D6 mit Schachgebot einzufallen, was den wertvollen schwarzfeldrigen Läufer des Schwarzen kosten würde. Auf den schwarzen Feldern macht die schwarze Stellung ohnehin einen etwas löchrigen Eindruck. Dennoch braucht Schwarz sein Haupt nicht in Gram zu senken. Diese Stellung kam schon oft in den Partien der größten Meister vor und diese werden ja nicht freiwillig ihr Verderben suchen. Offene Spiele, halboffene Spiele und dann die vielen Eröffnungen durch halb Europa. Italienisch, Spanisch, Französisch und jetzt auch noch Sizilianisch. Tante Bernie, Hilfe, mir dreht sich alles. In meinem Kopf ist nur noch europäischer Salat. Ja, ja, genau, genau, Emil. Da ist schon gar kein Unterschied mehr, ob ich nun Schach spiele oder auf meiner Bauernversammlung bin. Da haben wir den Salat. Ja. Emil, Opa. Nun macht mal nicht gleich schlapp wie die Salatköpfe. Passt auf, ich hab's. Offene Spiele beginnen alle mit dem gleichen Bauernzug auf beiden Seiten. Weiß E4, Schwarz E5. Und alle Spiele, wo Schwarz anders als mit E5 antwortet, sind halboffene Spiele. Na ja, Tante, aber offen gesagt oder halboffen. Warum mussten die Schachspieler denn so viele Eröffnungen erfinden? Ja, Emil. Überhaupt kein gesamteuropäischer Geist. Und jetzt auch noch diese Mafiosi, Eröffnung sizilianisch. Da muss man auf der Hut sein, sozusagen. Ping, ping, ping! Hört auf, mir graut vor euch. Oh.